Wie wird in nur wenigen Sekunden ein flacher SIG-Kartonmantel zu einer gefüllten SIG-Kartonpackung? Alles beginnt mit dem Einführen von längsseitig versiegelten Kartonmänteln in das Magazin der Füllmaschine. Die Kartonmäntel werden dann einzeln per Sauger herausgezogen, zu einem Quader aufgefaltet und auf einen Dorn geschoben. Auf dem Dornrad werden die Böden der Kartonmäntel gefaltet, gepresst und versiegelt. Als nächstes werden sie vom Dorn auf die Zellenkette transportiert. Dann wird die Oberseite vorgeformt, um die typische Form der Kartonpackung sicherzustellen. Das Innere der Kartonpackungen wird erhitzt, sterilisiert und in der Aseptikzone getrocknet. Hier werden sie mit dem sterilen Produkt befüllt und per Ultraschall oberhalb des Füllspiegels versiegelt. Anschließend werden die oberen Seiten erhitzt und angesiegelt. Dann verlassen die Kartonpackungen die Füllmaschine auf Förderbändern. Applikatoren können Verschlüsse oder Strohhalme an die Packungen anbringen. Während Akkumulatoren Packungen ansammeln, sollte es zu Staus in nachfolgenden Anlagen kommen. Schließlich fügen Multipacker die Kartonpackungen mit Schrumpffolie zu Gebinden zusammen, bevor sie zu Traypackern und Palettierern gebracht werden. Fertig für den Transport zum Handel und weiter an die Verbraucher. SIG. Excellence Engineered, Solutions Delivered.